ein Rezensionsexemplar, aber mal eines der ganz anderen Art. Es handelt sich dabei um Lulubar. Das Buch habe ich jetzt schon ein- oder zweimal hier in die Kamera gehalten, dürfte euch nicht ganz unbekannt sein. Und das ist dahingehend besonders, dass es jetzt kein Fantasy-Buch ist, kein New Adult-Buch, sondern ein Buch, das auf einer wahren Begebenheit beruht und einfach nur das... die Geschichte einer chinesischen Bauernfamilie erzählt, die in dem Dorf Lulubar lebt. Und ja, ich selbst war schon in China, nur in den großen Metropolen. Also ich war noch nie auf dem Land oder in irgendeinem Dorf unterwegs. Ich war nur in Peking und Shanghai. Das ist ja nun wirklich nicht so ganz vergleichbar. Aber insgesamt bin ich vom asiatischen Raum sehr begeistert und fliege oder fahre da gerne in den Urlaub hin. Und deswegen wollte ich das Büchlein auch super gerne lesen, um mal so eine andere Seite des Landes kennenzulernen und der Kultur und allem, was dahinter steckt. Ich meine, es ist ja alles so groß und breit gefächert, was man gar nicht mitkriegt oder woran man selbst überhaupt nicht denkt. Ich muss aber auch zugeben, dass ich, als ich angefangen habe zu lesen, ein bisschen skeptisch war. Gibt das Buch wirklich so viel Interessantes her? Wird es irgendwann langweilig oder zäh? Irgendwann ist es doch bestimmt uninteressant, weil so viel kann doch in einem Leben gar nicht passieren. Das Buch hat nämlich knapp 400 Seiten, nicht so wenige, aber es war super. Es war durchweg interessant, ich konnte die ganze Zeit der Geschichte folgen. Natürlich hat es auch sehr vom Schreibstil oder der Erzählart gelebt, aber es ist unglaublich, aber es ist so viel passiert und es war immer was Neues da und es ging immer weiter und man hatte nicht das Gefühl so, ach Mensch, jetzt kommt doch mal auf den Punkt, ich hab's verstanden. Also das, Hut ab, war richtig, richtig gut. Es war super interessant. Die Geschichte erzählt, dass, also wird von dem Vater erzählt, der ist gerade gestorben und er erzählt, ist ein bisschen im Dialog mit seiner Tochter und erzählt von seinem Leben, wie er selbst aufgewachsen ist, die Kinder gekriegt hat, die Enkelkinder, wie sich die einzelnen Kinder weiterentwickelt haben, was mit den Enkelkindern alles passiert ist. Und gleichzeitig versucht die Tochter auch noch Erinnerungslücken zu füllen oder auch mal ihre Sichtweise dann darzustellen. Gerade als Tochter in einer chinesischen Bauernfamilie hat man es ja wirklich nicht leicht. Und vor allen Dingen, wenn man dann auch noch, ich glaube, die siebte Tochter war es oder die sechste, also die Letztgeborene ist, dann hat man es besonders schwer. Es wird hier alles erläutert, auch auf die Kultur oder Traditionen wird hier eingegangen und der ganze Wandel, den ja auch China mitgemacht hat. Und deswegen war es richtig, richtig gut. Ich drehe auch gleich nochmal die Kamera, um euch einfach mal den Klappentext zu zeigen. Zwischenzeitlich erzählt auch der Autor selber von seiner Kindheit, dem, was er erlebt hat, Deutschlandteilung. Das ist aber wirklich nur ein minimaler Bruchteil, es sind ganz, ganz schmale Kapitel, die aber einfach nochmal diesen Vergleich zeigen, wie war es in Deutschland, was ist in der Zeit in China passiert. Das ist wirklich richtig gut gewesen. Interessant bis zum Schluss. Wer sich für Asien, die Kultur oder Ähnliches interessiert und einfach mal auch gerne das andere Leben in China kennenlernen möchte, dem kann ich das Buch wirklich empfehlen. Es ist super gut gemacht, es ist alles auf wahren Begebenheiten, es ist sehr auch mit ganz viel Fachwissen versehen. Also definitiv wirklich, wirklich gut. Ich kann euch auch gleich nochmal den Autor verlinken. Der ist hier auf Instagram unterwegs. Und da könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Und hier haben wir das Buch einmal von vorne. Der Titel, hier haben wir den Umriss von China und natürlich nochmal so ein bisschen eine Bauernfamilie aufgezeichnet auf Reisfeldern. Und hier hinten habt ihr mal den Klappentext, ein bisschen viel zu lesen. Aber es lohnt sich definitiv, einfach mal anhalten, zumindest in Ruhe durchlesen. Und hier drin sind dann die Kapitel immer eingeteilt. Das ist jetzt zum Beispiel Kapitel 7 und es ist immer oben zusammengefasst, was alles in dem Kapitel jetzt gerade passieren wird. Und das Kapitel ist dann auch wirklich in so Abschnitte eingeteilt. Das ist jetzt der erste Abschnitt und dann irgendwann kommt hier die 2, sodass man auch richtig gute Lesepausen mal machen muss oder kann. Nicht muss. Und hier hat man dann zur gleichen Zeit in Gumandes Dorf, da erzählt er dann parallel, was bei ihm so passiert ist. Also Gumande ist dann der Autor. Und ja, war wirklich einfach eine schöne Aufmachung, eine schöne Art zu lesen und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, und dann habe ich ja gestern